Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, mein Name ist Arne Lietz und ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg in das Burgtheater gefunden habt, um an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt teilzunehmen. Heute wird der Film Pride gezeigt, der die wahre Geschichte eines Bergarbeiterstreiks im Wales der 80er Jahre erzählt. Eine Schwulen- und Lesbengruppe aus London beschließt unter dem Namen Lesben und Schwule für Bergarbeiter Spenden für die Familien der streikenden Bergleute zu sammeln. Nachdem es von der Gewerkschaft aufgrund von Vorurteilen zu Absagen kommt, beschließt die Gruppe eigenständig aktiv zu werden und lässt bei den Einwohnern eines kleinen Bergarbeiterdorfes die Berührungsängste zu anderen Lebensweisen Stück für Stück schwinden. 30 Jahre später, im heutigen Europa, sind Vorurteile gegenüber Homosexuellen noch immer in unserer Gesellschaft verbreitet. Abgeordnete auch im Europaparlament bilden da keine Ausnahme. Die Gruppe der Rechtspopulisten verhindert weiterhin die Rechte von Homosexuellen und sperrt sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, die in einigen EU-Ländern erfreulicherweise rechtlich schon möglich und gesichert ist. Wir müssen weiter für eine bunte Gesellschaft kämpfen, dafür kämpft die SPD, und den Prozess der Gleichberechtigung vorantreiben. Nun wünsche ich Ihnen und euch aber ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion im Nachgang mit den Referenten des CSD Magdeburg und des LSVD Sachsen-Anhalts und bestelle beste Grüße hier aus Brüssel aus dem Europaparlament. Euer Arne Lietz. Tschüss.